Hallo Freunde, ich bin's wieder, Micha von Outdoor Aktiv. Ich befinde mich mal wieder im Hochsauerland und war auf dem Weg nach Hause und habe gesehen, hier gibt es einen Tierpark und Tropfsteinhöhle. Ich guck mal, ob man was sehen kann, ohne reinzugehen, großartig. Guck mal. Ich weiß gar nicht, ob was draus wird, aber wenn, okay, dann kommt mal mit. Tropfsteinhöhle Wildpark am Warstein. In Warstein, okay. Ja, gehen wir mal hier lang. Wildpark ist ja wohl kostenlos. Zum Talweg Höhlenkasse. Ja, was hier gibt, wissen wir nicht. Gestrüpp gibt's hier. Steht unter Strom. Ach, da hinten, da sind sie. Wildmuck ist ja. Wildschweine. Dahin kommt's. Das hat mich wohl gehört. Kommt angelaufen. Da kommt mein Braten. Na komm. Hat noch was Schönes zu fressen gefunden unterwegs. Was ist jetzt? Willst du mal herkommen oder nicht? Ja. Bist aber auch verfressen, du. Bist du der einzige Sau hier? Guckst, gell? Kann man sich da nur so festbeißen? Talweg bedeutet, ich muss auch wieder hoch. Da kommt noch ein Schweinchen. Du bist aber ein Keiler hier. Such mal ein paar Trüffel. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Felsen hier sich die Höhle befindet irgendwo. Eingesetzt. Schafe und Ziegen nicht füttern. Also, ich weit kommt der Bach ja nicht, da ist schon Schluss hier. Wieder auf die Weide.
hier gar nicht geklettert. Das ist aber eigenartig. Da war Frisch drin. Oh, da zieht sogar durch hier. Mein lieber Freund. Hat sich der Efeu schön dran festgekrallt hier. Hat sich den Baum erobert. Guck mal, hier mal oben drauf. Machen wir das mal. Hier kann man ein wenig klettern. Mal gucken, wo man hier hochkommt. Nee, kann man ja ganz gut auf die Wurzel laufen. Hoppala, da geht's hoch. Die Steine sind schon schön blank getreten hier. Kopf die Steine hier. Hier könnte man auch hoch oder runter wahrscheinlich. Tja, die Leute lassen überall ihren Müll liegen. Gipfelkreuz. Da komme ich jetzt nicht hin. Und dann ist die Höhle hier unter mir alles. Bin ich gerade lang gelaufen. Ich weiß nicht, fahren bitte. Komm mal runter vorbei. Ja. In questa notte, dove il silenzio è tutto. Taci. E anche la pioggia weise. Non fa più rumore. E i nostri corpi ancora hanno occhi chiusi. Ad aspettare il giorno. Das Wetter ist super. Schöne Gegend. Hat sich der kurze Abstecher hier nochmal gelohnt. Ist okay. Kann man so ein bisschen vom Alltagsstress entspannen. Ich kann jetzt den Weg nehmen. Wieder der hier. Und hier bin ich gar nicht hochgekommen. Da möchte ich auch nicht runter. Das ist steil. Aber hier können wir ein bisschen klettern. Aber hier sieht man es. Guck. Guckt hin. Buchenickern satt. Alles voll. Gibt einen harten Winter. Okay, ich muss mal irgendwie runter. Uiuiui.
sagt's, denn hier hätten wir noch so einen Absatz hier. Ja, das könnte ein Hirschgehege sein hier. Ja, da oben wackeln auch immer die Ohren. Und da neben dem Baum sitzt ein Hirsch. Kuh oder auch Hirsch. Das ist hier von der Erdspalte. Ja, halt eine Spalte. Kann man leider nicht richtig reingucken. Die Sonne blendet ein bisschen. Was für die Höhlenfrosche. Wenn man dann reinkäme. Was bist du für einer? Da guckst du, ne? Ja. Uah, Fliegen, ja. Okay. Komm. Guck so ängstlich. Und da steht dann der 15-Ender oder wie auch immer. Könnt ihr ihn schon sehen da. Komm mal lieber, komm mal her. Komm. Komm her. Hallo? Er hört auch nicht. Auf mich hört eh keiner. Da hinten steht noch einer zwischen. Da steht noch einer. Da gibt es einen Beobachtungsstand da oben. Da vorne, da gehen wir noch mal kurz hin. Und dann nehmen wir den Weg da hinten rum. Wieder zurück. Bevor ich hier noch mehr zerstochen werde. Ja, schlimm dieses Jahr mit dem Fliegen, ey. Ein Insektenhotel. Ja. Unten wohnt jemand drin. Ja, vielleicht schon. Da läuft zumindest mal irgendeine Ameise. Psst, tschüss. Also sonst ist nichts zu sehen. Bringt das was? Keine Tierchen zu sehen. Ach doch, hier, da ist eine Wespe reingeflogen. Würde ich jetzt mal lieber nicht provozieren. Wenn man denen nichts tut, tun die einem ja auch nichts. Okay, weiter. Mal gucken hier. Mal sehen, ob wir hier was zu sehen bekommen. Tja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Liegen irgendwo im Schatten rum. Nichts zu sehen. Was ist das, was wir da unten gesehen haben? Gibt es nur die drei Stücke. Gut, dann geht's hier weiter und dann kommen wir hoffentlich da hinten wieder zurück. Wir sind hochgestellt hier. Ziemlich hoch eingezäunt in welche Wölfe, Luchse oder sonstiges Getier heute nicht raus darf und die Möglichkeit auch nicht bekommt. Wenn ich aber den Zaun da im Hintergrund erkennen kann, da. Ziemlich hochgebaut mit dem Überhang. Ja, in so einem großen Gehege kriegst du meist eh nichts zu sehen. Der Luchs, das Thema hatte ich schon mal im Bayerischen Wald hier mit der Luchse. Kriegst du eh nicht zu sehen. Der Luchs.
Tja, ich glaube nicht, dass man hier was sehen bekommt von den Luchsen. Die sind so scheu. Ah, guck mal an, ne? Da sitzt einer. Super. Sieht den Kopf rausgucken. Komm mal her. Mies, mies, mies. Tatsächlich. Wichtig mal, steh mal auf. Ist zu warm, oder? Hoch den Hintern, ich will dich mal voller Größe sehen, komm. Raus und bewegt sich. Tatsächlich wird das gedacht hier. Unglaublich. Aha. Cool. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber es gibt tatsächlich Luchs im Gehege. Ja, schön. Tatsächlich mal einen Luchs gesehen. Wer hätte das gedacht? Zwar nicht in voller Größe, hat nur da drin rumgehockt. Aber gut. Ist eher selten. Gut, dann geht's mal weiter. Geht der Milch hier überhaupt runter? Was schreit denn da so, ey? Geht denn der Milch hier weiter? Da. Oder hier runter, nehmen wir die Abkürzung. Genau, noch die Fresse legen hier. Mit Übermut. Da hat er der Stein überwurzelt. Talweg, ja. Da waren wir vorhin schon mal am Talweg. Den gehen wir jetzt mal. Jetzt wieder zurück zum Auto. Nee, die war steil runter. So, jetzt haben wir einmal eine kleine Runde gemacht. Hier waren wir vorhin schon mal. Da ging es dann hoch zum Felsen. Der reißende Fluss, der da vorne gleich aufhört. Wahrscheinlich Baldrian oder wilder Dost oder sowas. Ich erzähle wahrscheinlich wieder ganz schön viel Mist. So Freunde, machen wir einen kurzen Rundgang hier im Wildpark Naturerlebnis Bilsteintal. War selbst mal neugierig, war ganz nett, schön entspannt. Luchs gesehen, wenn auch nur aus der weiten Entfernung. Aber gut, Freunde. Wenn euch Spaß gemacht hat, gerne mal Daumen hoch. Und Abo nicht vergessen. Wie gesagt, dann verpasst ihr ab sofort nichts mehr. Das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland. Macht's gut. Bleibt gelassen. Tschüss.